Überkursefall, regt sich der Kummer fast bei allen. Millionen verzocken diese Knaben, Geld, das sie gar nicht haben. Die Folge daraus ist Zerfall, große Banken wie ein Kartenhaus, und die Welt gerät ins Wanken. Die Wirtschaft liegt brach und die Spekulanten ruft. Jeder zittert jetzt um sein eigenes Ab und glaub mir, die Börse ist ein Casino. Die Bank verzockt das Kapital und du merkst es nicht, nein, glaub mir, die Börse ist ein Casino. Fremdes Geld wurde riskiert, jetzt haben sie sich verkalkuliert. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Der Gewinn bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredit und das bringt den neuen Profit. Verstehst du, was ich mein? So hat man in jedem Land schon nach einiger Zeit die Regierung in der Hand. Glaub mir, die Börse ist ein Casino. Die Bank verzockt das Kapital und du merkst es nicht. Glaub mir, die Börse ist ein Casino. Fremdes Geld wurde riskiert, jetzt haben sie sich verkalkuliert. Sollte sich die Massen sich das mal nicht bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht. Dann wird ein bisschen Krieg gemacht. Vertrau mir, die Börse ist ein Casino. Die Bank verzockt das Kapital und du merkst es nicht. Vertrau mir, die Börse ist ein Casino. Fremdes Geld wurde riskiert, jetzt haben sie sich verkalkuliert.